Hier war die Front. Die syrische Stadt Aleppo, ein Ruinenfeld nach 10 Jahren Bürgerkrieg. Sie war die Hochburg des Widerstands gegen das Regime von Bashar al-Assad. 2016 hat er sie mit russischer Hilfe zurückerobert. Für Mahmoud Mustafa und für alle Einwohner steht seither die Zeit still. Aleppo ist wieder in der Hand des Regimes, aber verbessert hat sich seither nichts. Nichts wurde wieder aufgebaut, weder die Häuser noch die Wasser- und Stromversorgung. Hier im Kurdenviertel Sheikh Massoud haben früher 200.000 Menschen gewohnt. Heute sind es gerade mal 20.000. Von der Stadt, wie sie vor dem Krieg war, sind keine 10% mehr übrig. Ich würde mir wünschen, dass Aleppo wieder wird, was es einmal war, aber das ist unmöglich. Was zerstört wurde, kann nicht wiederkommen. Der Krieg ist heute vorüber, aber das Leben, das wir jetzt hier führen müssen, ist schlimmer, als es der Krieg war. Schauen Sie, von dem Gebäude da ist nur noch eine Ruine übrig. Von dem dort auch. Überall Lücken und Krater, Andenken an die Granaten. Früher haben die Bewohner des Viertels selbst bestimmt, wie sie leben. Sie haben gearbeitet, sie hatten ihre Läden, es ging uns gut. Heute haben hier bewaffnete Milizen das Sagen. Hinter diesen Milizen steht das Regime. Der syrische Staat ist zu einem Haufen von Banditenbanden verkommen. Jeder Checkpoint gehört einer anderen Bande. Das Regime kontrolliert inzwischen wieder 70% des Landes. Die Repression ist unbarmherzig, viele fühlen sich bedroht. Hier verstecken sich viele, weil sie vom Regime gesucht werden oder der Wehrpflicht entgehen wollen. Wenn sie rausgehen, können sie an jedem Checkpoint verhaftet werden. Nachts geht keiner auf die Straße, das ist viel zu gefährlich. Da kann man den Banditen des Regimes über den Weg laufen oder den untergetauchten Terroristen vom IS. Man läuft hier nicht rum, wie man will. Man kann jederzeit an einem improvisierten Checkpoint gekidnappt werden. Mahmoud arbeitet in einem Lager für Gasflaschen. Die Wirtschaftssanktionen des Westens haben die Preise in astronomische Höhen getrieben. Früher kostete eine Flasche Gas 250 syrische Pfund. Heute sind es 32.500. Man konnte damals auch unbeschränkt Gas kaufen. 40 Flaschen auf einmal, wenn man wollte. Heute ist das Gas rationiert. Sogar wenn du dringend eine neue Flasche brauchst, musst du warten. Du kannst nicht einfach Gas kaufen, wann du willst. Die Unsicherheit macht uns natürlich auch ein wenig zu schaffen. Aber das Schlimmste ist die Wirtschaftskrise. Vor dem Krieg wurde Aleppo die Mutter der Erde genannt. Unsere Stadt galt als das Herz von Syrien. Man konnte sich Syrien ohne Aleppo gar nicht vorstellen. Schon deshalb nicht, weil Aleppo auch von der Industrie und vom Handel her ein überaus wichtiges Zentrum war. Normalerweise haben wir von 4 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends Strom von einem Generator. Aber heute gibt es ein Problem, der Strom ist ausgefallen. Vermutlich hat der Generator eine Panne. Wenn wir Strom haben, ist es für die Mädchen natürlich einfacher, ihre Hausaufgaben zu machen. Um über die Runden zu kommen, müssen Mahmoud und seine Frau weiter arbeiten, obwohl sie über 60 sind. Sie hatten 5 Kinder. Aber eine ihrer Töchter wurde auf dem Dach des Hauses von einer Mörsergranate getötet. Vor dem Krieg hatte ich noch alle meine Kinder um mich. Unser Leben war wesentlich schöner. Wir hatten alle Arbeit, wir konnten uns alles kaufen, was wir brauchten, sogar allerhand elektronische Geräte. Und wir konnten uns frei bewegen. Wir waren jedes Wochenende auf dem Land in unserem Heimatdorf. Das waren wirklich glücklichere Zeiten. Der syrische Bürgerkrieg hat eine der massivsten Migrationsbewegungen unserer Zeit verursacht. Und noch heute wollen viele weg, hier in Aleppo und in ganz Syrien. Mahmoud hofft auf Auslandshilfe. Er will in Aleppo bleiben. Die ganzen Tragödien, die ich erlebt habe, der Schmerz, der Verlust meines Kindes, all das verbindet mich nur noch enger mit meinem Land. Ich will hier leben und ich will hier begraben werden.